Ich hasse Freefall Tower. Meine persönlichen Top 5 Freefall Tower in Deutschland. Platz Nummer 5, der Anubis Tower im Holiday Park. Holonio, Holiday Park. Im Holiday Park in Hasloch. Seit 1997 steht im Holiday Park ein wahrer Adrenalinturm. Mit einer atemberaubenden Höhe von 70 Metern thront der Turm über dem Holiday Park. Der Standard Intermin Freefall Tower ist immer noch einer der intensivsten, garantiert. Der 140 km/h schnelle Fall zieht definitiv in Beine und Bauch. Nix für schwache Nerven, Freefall-Erlebnis 75%. Platz Nummer 4, der Hangover Tower von Schneider. I got a hangover. Der 85 Meter hohe Giro Drop Tower ist definitiv mein Lieblingskirmes-Freifallturm. Und das liegt wahrlich an dem genialen Rehkommando. Und auf geht die Lucy. Jetzt geht's einmal um die Welt. Außerdem gibt's einen Fall auf halber Höhe gratis dazu. Der letzte Drop ist 3 Sekunden lang und intensiv. Freefall-Erlebnis 77%. Dankeschön. Episch. Das könnte aus einem Zelda-Dungeon kommen. Ja, ja. So ein Schlosstempel, das Schloss von Ganondorf. Platz Nummer 3, Mystery Castle aus dem Phantasialand. Willkommen im Mystery Castle. Physikalisch gesehen kein Freefall-Turm, aber ich pack's trotzdem auf die Liste, denn die Thematisierung ist atemberaubend. Im Schloss verbirgt sich der Bungee-Drop-Tower von Intermin. Mit knapp 65 km/h werden wir im Dunkeln nach oben geschossen. Im fast freien Fall fährt's dann wieder hinab. Ziemlich gruselig, aber definitiv nicht so intensiv. Eine Empfehlung für Anfänger des freien Falls. Freefall-Erlebnis 81%. Schrei, wenn du willst. Hören wird dich da oben sowieso keiner. Platz Nummer 2. Scream. Scream. Der über 100 Meter hohe Giro Drop Tower fällt zwar nur 70 Meter, er ist aber trotzdem einer der intensivsten, garantiert. Schrei, wenn du willst. Watze, wenn du willst. Der über 3 Sekunden lange Fall ist definitiv intensiv und nix für jedermann. Die gruselige Ansage ist definitiv cool und clean. Scream, der höchste Giro-Drop-Tower der Welt, erwartet dich. Freefall-Erlebnis 85%. Oh Mann, ich hasse Freefall-Tower. Platz Nummer 1, The High Fall im Moviepark. Für mich der heftigste Freefall-Tower, danach zittern meine Knie. Und das liegt nicht an der Höhe, denn die ist mit 60 Metern ziemlich überschaubar. Ganz oben neigen sich die Gondeln um 15 Grad nach vorne. In diesem Winkel winkt uns der freie Fall dann zu. Die senkrechte Sitzposition ist für Männer wahrlich eine Mutprobe. Denn je dicker die Eier, desto gewagter die Leier. Freefall-Erlebnis 88%. Den Highlander im Hansapark bin ich leider noch nicht gefahren, daher fehlt er. Das war's, meine Freunde, der 9,81 Meter pro Sekunde im Quadrat. Und falls euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen. Bis die Tage, meine Freunde. Ciao. Ich hasse Freefall Tower sehr.